Hi, mein Name ist Max, ich komme aus Neuss und das ist ein neues Video auf dem Kanal MaximNoise. Heute geht es um mein Postfach und ich wollte einmal Danke sagen an all die lieben Briefe, die ihr mir schickt. Ich freue mich sehr, da ist Lob dabei, Fragen sind dabei. Hier zum Beispiel, hier ging es um einen Auftritt, da hat mir ein Vater geschrieben: Hi Max, einen schönen guten Tag. Zuerst einmal möchte ich vorausschicken, dass ich dich als Muckefreak echt gut finde. Deine Musik, deine Videos und dein allgemeines Auftreten verdienen Respekt und Anerkennung. Mach weiter so. Und dann ging es darum, dass seine Töchter Hannah und Miriam Fans geworden sind. Und er wollte Autogrammkarten, hat einen Rückumschlag beigelegt. Und seine Tochter Miriam hatte Geburtstag, ist 14 geworden und ist zu einem Konzert gekommen. Und er hat sich dann gewünscht, ob man nicht kurz gratulieren könnte. Natürlich habe ich ihr diesen Wunsch erfüllt. Ansonsten zum Beispiel total süß hier diese Schokolade. Habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. I love Max und du bist der Beste. Vielen Dank dafür. Bei den Leuten ist, glaube ich, angekommen, dass ich Schokolade ganz gerne mag. Hier kam auch Muckefreaks on Tour. Die Schokolade, hier steht auch drauf: Von euren kleinsten Muckefreaks Amy, Miley, André, Joeline, René, Katinka und Pascal. Vielen Dank nochmal hierfür. Dann bekomme ich auch manchmal sehr schöne Bilder geschickt. Zum Beispiel, ich finde, das hier ist sehr schön geworden. Franziska hat mir das hier geschickt. Finde ich total cool. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Bild. Das hat Sarah gemalt und das habe ich dann gedacht, weil das so schön aussieht, nehme ich das als mein Albumcover für Ein kleiner Schritt. Jetzt zum Beispiel total die freaky Idee, hat mir NikkiLine92 einen Tweet per Post geschickt. Twitter. Da steht drauf: Ich liebe deine Musik, sie berührt mein Herz immer wieder aufs Neue, mach weiter so. Vielen Dank, habe ich mich auf jeden Fall auch total drüber gefreut. Ich beantworte auch die Sachen so weit, wie es mir möglich ist, aber sonst freue ich mich auf jeden Fall auf eure Zusendungen. Hier ist ein Umschlag, wo ich was geschickt bekommen habe, da steht das nochmal drauf. Für euch die Postfachadresse, Stichwort MaximNoise, Postfach 100934 in 41409 Neuss. Da das einfach hinschicken und da gibt es auch eine besondere Sache, die ihr machen könnt. Ich habe jetzt extra mal hier so Umschläge genommen, um euch das zu erklären, wie ihr das macht. Wenn ihr gerne Autogramme haben wollt, aber nicht unbedingt eine CD kaufen könnt. Also wer eine CD bestellt, bekommt natürlich Autogrammkarten und Flyer und so weiter per Post dazu. Wenn ihr aber keine Möglichkeit habt, eine CD zu bestellen oder gerne für euch und eure Freunde ein Autogramm haben wollt, nehmt ihr einen Umschlag, schreibt dann darauf MaximNoise, Postfach 100934 in 41409 Neuss und tut in diesen Umschlag einen weiteren Umschlag rein, wo ihr dann eure Adresse drauf schreibt. Moment, falsch schon. Hier schreibt ihr dann eure Adresse drauf. Den faltet ihr dann einfach zusammen. Bitte auch frankieren, euren Umschlag. Weil ich bin gerne bereit, euch Autogramme zuzuschicken. Ich kann aber nicht für jeden Brief noch eine Briefmarke draufkleben. Deswegen bitte einfach eure Adresse drauf, Briefmarke drauf. Dann faltet ihr das zusammen. Tut diesen an euch selbst adressierten Umschlag in den Umschlag an mein Postfach, klebt auch dort eine Briefmarke drauf, klebt den zu und schmeißt ihn in den Briefkasten oder bringt ihn zur Post. Und wenn das dann bei mir, dann schreibt ihr mir am besten da rein noch einen Zettel: Hi, ich brauche eine Autogrammkarte für meine Freundin Miriam, für Tobi und für Evelyn. Und dann schicke ich euch das gerne zu. Es gibt diese hier vom Album Ein kleiner Schritt und es gibt auch diese hier von Make Some Acoustic. Und ich tue da auch noch manchmal ein paar Flyer dabei, wenn halt aktuelle Konzerte anstehen und so weiter. Das könnt ihr gerne machen. Über eure weiteren Zusendungen, Briefe freue ich mich, sowohl über Lob als auch Kritik. Und wenn ihr Lust habt, was zu malen oder mir irgendwas zu schicken, gerne an dieses Postfach. Ich freue mich sehr. Schreib aus meiner Seele.